Hey und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und wie ihr seht, es sieht jetzt etwas anders aus. Wir haben nämlich jetzt hier Jahreszeiten. Ich habe jetzt mal den Sommer eingestellt, in dem es gerade kalt ist anscheinend. Ist mir neu, dass es im Sommer kalt sein kann, aber gut. Ja, Sommer hat gerade angefangen. Wir haben jetzt sogar so einen Kalender. Und irgendwie werden die Geburtstage hier auch angezeigt. Das Problem ist, die haben ja eigentlich alle am selben Tag Geburtstag, ne? Hier wird sogar Silvester sowas angezeigt. Erntefest, hier wer gerade arbeiten ist und so. Das ist voll geil, ne? Also, Berufspianist, Geburtstage, Feiertag. Nee, Freitag. Man geht schon los hier, ne? So, erstmal Prost. Ah. Geil. Ein grünes Rehab. Gab es ja eine Zeit lang überhaupt nicht. Ich werde das aber so machen. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Wir sind ja aktuell noch bei Damien. Der hat aber schon Geburtstag. So. Die anderen auch fast. Bis hier auf irgendwie Tage bis zur Alterung 2, 3, 8. Das war ja mal anders, ne? 3. Wir werden sie trotzdem alle jetzt älter werden lassen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall gleich diese Geburtstagsparty und so veranstalten. Dann hoffe ich, dass alle älter werden dürfen können. Ja, wir haben übrigens ein Problem mit dem Garten. Wie ihr seht, die Haya-Bäume sind weg, weil mittlerweile haben wir so einen geilen Strich da oben, ne? Außerhalb der Saison, Jahreszeiten Herbst. Das ist jetzt ein Problem. Oder, naja, so ein halbes Problem. Wir verdienen zwar schon echt gut, wobei hier so Löwenmäulchen und so. Ich hatte mal ein bisschen offscreen für mich schon mal ein bisschen angetestet. Hab jetzt aktuell den Frühling am Laufen in einer anderen Familie. Hab da aber auch erst ja, gute 3 Stunden oder so gespielt. Also, ja. Ich würde jetzt einfach mal auf Play machen. Nochmal einstellen, dass ja. Nein, alle fleißig arbeiten. Er arbeitet schon fleißig oder er auch? Okay. So. Dann werden wir auf jeden Fall diese Geburtstagsparty machen. Wann kommt ihr denn nach Hause? Das ist jetzt mal die Frage hier, ne? 21 Uhr. Okay. Ist da was? Wir werden die Arbeit jetzt früher verlassen. Ja. So, er hat tolle Arbeit geleistet. Alles klar. So, du darfst jetzt auch früher verlassen. Und du auch. Ja, so. Du möchtest nämlich jetzt eine Geburtstagsparty veranstalten. Was ist denn hier los? Okay, hier hat es anscheinend mal gebrannt. Ich kann mich da nicht mehr ganz so dran erinnern, aber ist ja auch egal. Ich habe übrigens eine schicke neue Maus. Und, man kann hier sogar... Was ist das denn? Ja, alles klar. Gut. Auf jeden Fall hier mit 1, 2 und 3 auf der Maus einfach mal auf schnell klicken. Das ist nämlich ganz praktisch. Da muss ich das nicht immer an der Tastatur machen. So, meine Maus hat nämlich jetzt Seitentasten. Und ich würde sagen, du veranstaltest auf jeden Fall erstmal die Party. Es wird mir noch 100 Mal passieren, dass ich auf den Kalender klicke, statt aufs Telefon, weil das Telefon ja mal hier war. Ihr werdet da ein bisschen Nachsicht haben müssen, aber ich denke, das ist nicht das Problem. So, du... Achso, wir dürfen ja nur ihn spielen. Fällt mir gerade ein. Dann darfst du jetzt auch kochen. Okay. Geburtstagsparty. Olivia, Phyllis, Lilly, Victor, Claudio, Claire, Lucien und Damien. Alle feiern Geburtstag. Wir laden ein. Nancy,
Diego, Sarah, Angela und Dominik. Ja, schön. Okay. Wir feiern natürlich zu Hause. Finde ich gut. Und du darfst jetzt den Kuchen kochen. Und zwar die weiße Torte. Wird ein Kuchen benötigt, das ist schön. Okay, geh da jetzt mal hin. Wie sieht er denn aus? Ja, wir haben ja gleich eher das Umstyling, ne? Ich wollte es offscreen machen, aber Sarah wollte es gern sehen. Aber das kann ja ein bisschen länger als 20 Minuten dauern. Deswegen, oh, ist das geil mit der Maus. Auf jeden Fall, es kann ein bisschen länger als 20 Minuten dauern. Deswegen, ich werde einfach einen Umstyling-Part machen. Und ja, dann gucken wir mal. Jetzt hat er den Kuchen. Sehr schön. Dann machst du jetzt mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Machst du das auch? Perfekt. Kerzen auspusten. Mach mal. Heute noch bitte. Okay, Damien ist älter geworden. Schön. Nochmal Geburtstagskerzen hinzufügen. So, wir werden jetzt den Kuchen mal schnell hier hinstellen. So, ich werde jetzt einmal mit allen durchgehen dafür. Komm mal her, Digga. Du musst jetzt feiern. Dass wir ja alle durchgefeiert haben, ne? Wir gehen 100 Jahre. Victor ist älter geworden. Sehr schön. Immer schöne Geburtstagskerzen. Das ist die Party für alle. Mensch. Gut, dann darfst du jetzt mal Kerzen auspusten. Claire ist etwas dicker geworden. Ja, komm mal her. Genau. Sehr schön. Ey, die müssen echt mal alle Fitness machen, ne? Okay, dann darfst du jetzt auch herkommen. Er ist schon da, sehr schön. Du darfst auch Kerzen auspusten. Machst du das auch, bitte? Sehr schön. Er hat so einen richtigen Bierbauch gekriegt, der Claudio, ey. Aber ich finde cool, dass die Sims jetzt eigentlich so ein bisschen dicker werden und so, ne? Dass das schneller geht, wenn man da nicht drauf achtet. Lucien ist auch älter geworden. Dann darfst du jetzt auch nochmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Nein! Oh! Scheiße, ey. Kochen. Schokokuchen. Wir sind ja mit ihm eigentlich noch dran, ne? Na, klasse, ey. Immerhin trinken sie jetzt Kuchen. Trinken sie Kuchen, ja. Essen sie Kuchen. So, ich sag dazu mal nichts. Maskottchenkloppe. Was für ein Zirkus. Fans sollten weggesperrt werden. Ist klar. Alles klar. So, der nächste Kuchen. So, den stellen wir jetzt mal hier hin. Den nehmen wir jetzt mal mit. Und dann darfst du mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Sehr schön. Jetzt ist nämlich Lilly dran, ne? Ja. Gut. Kerzen auspusten. Erst sind die Herren älter geworden, nun die Damen. Lilly, kommst du jetzt bitte mal her? Ach, meine Fresse, das dauert aber ewig. Sie hat hier den Traumkörper von allen, ne? Aber sie ist auch so eine Fitness-Tante. Okay. Lilly ist auch älter geworden.
Dann einmal Geburtstagskerzen hinzufügen, bitte. Sehr schön. Jetzt darfst du Kerzen auspusten. Jetzt zum Glück nicht nervig oder so, ne? Alle hier hinzubestellen, dass die Kerzen auspusten. Hoffentlich müssen wir nicht noch einen dritten Kuchen backen. Dann müssen wir mal eine Bilanz ziehen, wer was geschafft hat bisher. Olivia ist älter geworden, sehr schön. Dann einmal Kerzen hinzufügen. Schön. Jetzt kommt Phyllis. Kerzen auspusten. Geh mal zur Seite. So, Phyllis ist auch älter geworden. Mal Kerzen hinzufügen, weil jetzt fehlt noch Claire. Und Claire darf jetzt auch mal Kerzen auspusten. Dann haben wir alle, ne? Ja, schön. Claire ist älter geworden. Toll. Gut. Dann darfst du noch mal zum Essen rufen. Dann gibt es nämlich Kuchen für alle. Okay, jetzt schlafen jetzt alle, aber hey. So, dann haben wir nämlich die Geburtstagsparty hier abgeschlossen. Ach, wir müssen gleich noch mal gucken. Hey, hier hat irgendwo ja überall was gebrannt, ne? Ich muss mal auf die Maus legen, dass man mit 6 und 7 runterkommt. Ach, hier ist der PC kaputt. So. Hier hat es auch gebrannt, ne? Im halben Haus hat es gebrannt, aber das muss man ja nicht beseitigen oder so. Nein. Oh, Damien. Er möchte vorbeikommen. Nee. Das will ich aber nicht. So. Dann werden wir uns jetzt noch ein bisschen Rest des Parts um ihn kümmern. Ah, hier vor allem sauber machen in der Bude. Kann ja nur ewig dauern. Musst du denn arbeiten heute? Ja, muss er. So, dann darfst du dir mal Urlaub nehmen. Nee. Ich verwechsel das hier immer, ehrlich gesagt. Da Urlaubszeit neben Technik. Geschenke kaufen. Cool. Gut. Er ist Level 7. Gut, dann darfst du das mal zu Wäschekorb bringen. Und wir werden das jetzt mal so machen. Du stinkst ein bisschen, Kollege, ne? Ja, merkst du was? Aber was kommt jetzt? Okay, geh erstmal auf Toilette. Und dann kannst du, glaube ich, doch duschen gehen. Und dann werden wir mal die ultimative Haushalts-AG herbestellen. So, ihr Ernst, dann geh halt erstmal schnell duschen. Beschämt. Ja, was soll's kommen? Das interessiert jetzt ja auch keinen mehr. Okay, dann darfst du jetzt mal die Toilette verwenden. Und dann ist hier alles so dreckig, dass wir mal die ultimative Haushalts-AG hier losschicken müssen. So, sehr schön. Zu Wäschekorb bringen. Fangen wir mal damit an. Dann lassen wir ihn jetzt erstmal Wäsche machen. Zum Glück wird das ja nie unterbrochen. Und wir können hier richtig wie normale Menschen. Oh, meine Fresse, ey. Oh, ist das neu? Wäschekorb bringen. Da liegt schon jemand. Nein, er ist fertig. Gibt's ja nicht. Hier sind die Computer überall kaputt. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Ja, das schaffst du. Wäsche waschen.
Wäsche trocknen. Dann darfst du den Boden putzen. Damit es jetzt hier endlich mal wieder ordentlich aussieht in der Bude, ne? Ich meine, wo leben wir denn hier? Und zwar 8 Leute in der Bude, aber, ne? So. Und dann machen wir hier oben nämlich gleich mal weiter. So. Wäsche machen, in die Waschmaschine stecken. Das kriegen wir hier bestimmt hin. Ist heute warm? Es ist warm, das ist ja krass. Bewölkt. Okay. Gut, dann darfst du Wäsche waschen. Und Wäsche trocknen. Und dann darfst du hier auch den Boden putzen, weil es hier ja offensichtlich auch gebrannt hat. Es ist alles eine Belastung mit den Sims hier, ne? So. Wir müssen aber schon lange wechseln, fällt mir gerade auf. Gut. So, ich speichere jetzt erstmal schnell. So. Jetzt machen wir mit Victor weiter, die Hausputzaktion. So. Aufräumen. Aufräumen. Nein, 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 nein. So, wir machen erstmal hier weiter. Aufräumen. Erstmal alles weg hier. Dann darfst du hier mal den Boden putzen. Er isst erstmal, okay. Hallo? Es dauert ja zum Glück nicht ewig, bis er sich mal dazu entschließt, wenn er vor dem Teller steht, dass er das wegräumen muss. Ich muss meine neue Fahrkarte heute noch einstecken, fällt mir so ein. Ich lege den Brief schon mal raus, von meine Fahrkarten drin sind. Ich habe ja so ein tolles Abo abgeschlossen, da kriege ich monatlich die Fahrkarten zugeschickt. Das hatte auch was. Wo ich noch nicht wusste, dass ich erstmal vom Jobcenter mein Geld bekomme und mit diesem Hartz-IV-Ticket da rumfahren darf. Habe ich erstmal ein Ausbildungsticket mir geholt und weil es im Abo halt günstiger ist, habe ich es mir im Abo geholt, weil ich ja dann eh mindestens 3 Jahre dann damit fahren muss. Aber hey. Statt das einfach in den Mülleimer zu packen. Nee, das wäre zu aufwendig. Ja, putz mal mit Elan, dann kannst du dir den Müll noch leeren. Das Schöne ist, wenn man jetzt einmal hier das Ding gießt, dann werden die ganzen Blumen gegossen, ist mir aufgefallen. Guckt mal, hier. Er macht so einen richtig ausschwenkenden und dann sind alle gegossen. Also die Gartenarbeit, die geht jetzt ein bisschen leichter. Er will 10 Gartenfähigkeit, das ist schon mal nicht schlecht. Sie macht hier das Ding sauber. Er bringt den Müll weg, dann darfst du jetzt kochen, Mittagessen servieren. Mach einfach mal einen Cäsarsalat. Ach, er holt hier noch Müll. Wetten, er schmeißt es gleich irgendwo hin. Verfolgen wir ihn mal. So, ich denke, wir können die Versammlung jetzt beenden. Wie sieht's denn aus? Beliebte Gruppe. Das ist ja eigentlich auch egal, ne? So, Sozialboni. Lustigkeitsbonus. Gut, wir haben jetzt hier sowas schon alles an, ne? Kräuterkunde Boost. Jetzt haben wir auch so ein paar Sachen noch mit dazu. Bowlingfähigkeit. Garten, hier Blumen binden, ist auch ziemlich cool. So, Gruppenklima extrem energiegeladen. Schadet ja nicht. Grundstimmung glücklich. Nehmen wir, komm. Kann ja nicht schaden. Was machen die Einzelgänger?
Helmbonus, Romantikbonus. Wir können bei den Einzelgängern ja auch mal irgendwas machen. Das ist ja so die Partygruppe. Freundlich sein, Videospiele spielen, grillen, eher kochen. Kochboost. Kann man auch mal gebrauchen. So. Dann sind wir nämlich auch schon so weit. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.